Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video, heute mit Uschi und Ruby. Und es geht heute insbesondere um Ruby, nämlich um das Thema, ob ich ihn noch reite oder nicht. Und wie ihr gerade die zwei seht, die drehen hier gerade ihre Rentnergymnastikrunden in unserer kleinen Halle. Die stehen momentan nur vormittags draußen, liegt daran, dass... Die sind so süß einfach, sie sind einfach so süß. Uschi hat so ein bisschen Luftprobleme und Ruby hat auch momentan ein bisschen mit dem Husten zu tun. Und dadurch, dass es halt einfach nicht regnet, staubt es einfach draußen. Du schmatzt ins Mikro, glaube ich, rein. Kann ich jetzt mal hier ein ernsthaftes Video drehen? Dadurch, dass es halt im Moment nicht regnet, ist es halt einfach so, dass die Paddocks einfach total staubig sind. Ich liebe euch beide, ihr seid so süß. Ja, und deshalb ist das den ganzen Tag im Moment leider nicht möglich, einfach weil sie einfach dafür mit der Luft momentan beide ein bisschen Probleme haben. Deshalb stehen sie ganz früh draußen, kommen mittags rein und ich schmeiße sie halt abends dann nochmal hier in die Halle. Diejenigen, die Instagram haben, die haben vielleicht auch in der Story oder in dem Beitrag auch schon gesehen. Die zwei haben manchmal sehr viel Spaß, man kann sich echt viel über sie totlachen. Und genau, Thema Ruby, Thema Reiten ist eigentlich relativ einfach und simpel erklärt. Nicht an der Wand rumfressen. Und sei jetzt nicht so sensibel, weil ich dich geschimpft habe. Wo war ich jetzt? Danke. Danke, Uschi. Bis Ende November 2019, also kurz bevor wir ihn umgestellt haben, haben wir Ruby ja noch regelmäßig geritten. Das heißt 3 bis 4 Mal die Woche. Wir, meine Reitbeteiligung und ich. Nach der Umstellung habe ich relativ sehr schnell gemerkt, also das war eigentlich auch schon im Verlaufe des letzten Jahres, dass die Motivation zum Reiten bei ihm eigentlich doch deutlich geschrumpft ist. Und er hat das zwar alles noch gemacht, aber so richtig Spaß am Reiten hat er nicht mehr gehabt. Und aus dem Grund haben wir jetzt auch einfach das Reiten komplett runtergefahren. Also das höchste der Gefühle, was wir noch machen, wir reiten ins Gelände. Und ich hätte auch nie gedacht, dass ich als Nicht-Geländereiterin früher auch echt mal Spaß haben kann. Wir haben hier auch ein sehr, sehr schönes Gelände. Und deshalb ist eigentlich Ruby, wenn man so will, eigentlich Vollzeitrentner geworden. Ruby vermittelt auf jeden Fall den Eindruck, dass es genau so, wie wir es machen, auch richtig ist. Denn er sieht gut aus dafür, dass er jetzt eigentlich seit Ende November nicht mehr wirklich arbeitet. Er ist wach, er ist fit, er hat, glaube ich, wirklich sehr viel Spaß an seinem Leben. Auch jetzt auch das viele draußen stehen. Wir freuen uns natürlich jetzt auch, wenn die Koppelsaison losgeht, denn dann dürfen die zwei auch den ganzen Tag auf der Wiese stehen. Ja, ne? Dürft ihr. Und ja, deshalb, wir freuen uns. Und ich genieße es auch einfach jeden Tag, wenn ich komme und ihn auf dem Paddock stehen sehe, mit seiner Uschi hier zusammen und ihm einfach auch im Augen ansehe, dass es ihm gut geht. Er wird 24, er hat seit 2015 Cushing, er hat seit Anfang 2019 Spatt diagnostiziert, er ist bis zur schweren Klasse auf dem Turnier gelaufen, er muss einfach auch nicht mehr arbeiten unterm Sattel. Im Übrigen ist das bei Uschi nicht anders. Uschi wird 25, das heißt, sie ist ein Jahr älter als Ruby, war sehr, sehr erfolgreiches Springpferd, ist richtig bis zur schweren Klasse gelaufen. Auch international war im Weltcup-Springen für Irland sehr erfolgreich und. Das heißt, die zwei sind eigentlich absolute Vollzeit-Sportrentner, jetzt genießen ihre Zeit. Und zum Abschluss des Videos zeige ich euch jetzt nochmal ein paar Bilder und Videoausschnitte von den beiden seit November. Das heißt, die schönsten Momente aus der Paddock-Zeit. Too many days in the darkness. Without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared. But I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat. Head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender. Darling, you were meant to survive. With every star.
lost track of the forest through the trees, forgot what I was chasing. Spent so many nights living out at sea that my heart is gone vacant. And everybody who was close to me all stayed on dry land. So now I'm driving back on Interstate West, I just gotta feel something. Not gonna wait till the morning, because something's gonna change my mind. I don't wanna change my mind. Oh, I wanna stay right here, right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. My best friend an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. There was dancing and talking and steaks on the grill, and I think that I will be alright. And my ex from high school still looks just the same as she did back in 2009. Not gonna wait till the morning, let's never put the night on night. Never put the night on ice. Oh, I wanna stay right here, right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. And they all said I was crazy. Falling down in a place I loved, bleeding it out through the heart. Let's die somewhere we would start. Turn upside down. Flashes of lightning paint the sky and burn it out. In the bull rushes, no basket found in the place I've gone. Sang itself out like a song.